Der BBW Adventskalender, der Poho Podcast. Türchen 9. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wird es süß. Unsere Dozentin Nicole Christina David-Ulbricht lädt uns zum Plätzchenbacken ins Berliner Haus der Wirtschaft ein. Und zuhören lohnt sich diesmal gleich doppelt, denn am Ende gibt es etwas zu gewinnen. Seid also gespannt. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Annette Stemmer vom BBW und ich begrüße heute unsere Dozentin Nicole Christina David-Ulbricht. Hallo Nicole. Hallo Annette, ich freue mich riesig, heute beim BBW zu sein. Nicole ist nicht nur eine der besten Dozentinnen hier vom BBW, gerade wenn es um alle Themen rund um Kommunikation geht. Nicole hat auch noch viele weitere Talente. Die ist Vertriebsentertainerin, Coach, Kräuterpädagogin, Master of Cognitive Neurosciences und das ist besonders wichtig heute, sie ist Herausgeberin des Buchs Kekse für alle. Und um Kekse und Weihnachtsplätzchen soll es heute gehen. Weil was passt denn besser in die Weihnachtszeit? Ich finde, Kekse gehen eigentlich immer. Ja. Deswegen, also Kekse kann man das ganze Jahr essen, deswegen ist das Keksbackbuch auch Plätzchen für alle, für Plätzchen übers Jahr, dass man jedes Monat sich ganz viele Kekse machen kann. Nicole, du hast auch ein paar Kekse mitgebracht und ich habe auch eins deiner Rezepte versucht nachzubacken. Die stehen hier vor uns, sehen auch sehr lecker aus. Also meine sind vielleicht nicht ganz so formschön gelungen wie deine, aber trotzdem, man erkennt, wo es hingehen soll. Man hat eigentlich Lust, direkt reinzubeißen. Sie, liebe Hörer, können es leider nicht sehen und wir wollen Ihnen auch nichts voressen, haben aber ein schönes Rezept für Sie mitgebracht, gleich zum Mitbacken. Aber bevor wir damit starten, Nicole, du als Keksexpertin, sage ich jetzt mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, so ein Buch über Kekse zu schreiben? Ja, das ist verschiedenen Ideen geschuldet. Das eine ist, ich mache schon seit Jahren und Jahrzehnten, ich backe schon immer ganz, ganz viele Kekse. So viele Kekse, dass ich die alle allein gar nicht essen kann, beziehungsweise schon, aber dann brauche ich 3 Konfektionsgrößen mehr. Und habe schon vor Jahren angefangen, meinen A-Kunden, Keksen zu Weihnachten zu schenken. Und einer dieser Kunden sprach mich vor 2,5 Jahren darauf an, ob ich denn ein Rezeptbuch hätte dafür und ob ich denn diese Rezepte zur Verfügung stellen würde. Habe ich dann auch gemacht, habe dann eine Mappe gemacht und da stand dann drauf Plätzchen für alle, Kekse für alle, Plätzchen fürs Jahr. Tatsächlich, und das ist auch der Titel von dem Buch geworden. Und vor 2 Jahren kam ja die Pandemie und als Präsenztrainer hatte ich auf einmal ganz viel Zeit. Also ich war dann quasi erstmal nur zu Hause und habe die Zeit genutzt, um dann ganz viele Kekse mir einfallen zu lassen. Und dann kam die Idee, dass man für jeden Monat 3 verschiedene Kekse finden kann, die auch in den Monat passen. Dann kam ein Freund und sagte, du musst es professionell fotografieren lassen. Dann habe ich das gemacht. Dann kam jemand, mach doch da ein Buch draus. Ja, und dann ist das so entstanden und dann wurde ein Buch draus übers Jahr. So kam man quasi eins zum anderen und irgendwann, Genau. Jetzt haben wir quasi das Buch beisammen. Worauf kommt es denn beim Keksebacken besonders an? Also welche Tipps kannst du den Hörern geben, die vielleicht sagen, ich mache es ja ganz gerne, aber so richtig talentiert bin ich da nicht. Was wären denn deine Tipps zum Anfang? Dass man mit Liebe backt. Das ist das A und O. Das schmeckt man tatsächlich, ob die Kekse mit Freude, mit Liebe gebacken wurden oder ob sie unter Stress entstanden sind. Und du hast es vorhin gesagt, deine Kekse schauen nicht ganz so toll aus. Das ist natürlich, ich finde es großartig, wenn man das sieht, dass ein Profi backt und jemand, der nicht ganz so oft backt, dass man das sehen darf. Ich bin mir sicher, die schmecken großartig, weil darauf kommt es eigentlich an. Das Auge ist natürlich mit, aber das Geschmackvolle, wenn der Teig mit Händen geknetet wurde. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Handknetteig, also nicht Maschinenknetteig, weil ich glaube, die Freude kommt über die Hände in den Keks mit rein. Hört sich ein bisschen spiri an, aber lässt sich trotzdem schmecken. Und natürlich die Zutaten, dass man gute Zutaten hat. Ich bin ein großer Fan von Butter. Ist jetzt zum Leidwesen der Veganer, gibt es natürlich Ersatz, aber wenn man kein Veganer ist, dann kann man sich auch echte Butterkekse gönnen. Und das macht vom Geschmack auch nochmal ganz viel aus. Ich backe ganz viel mit Bio. Trotzdem glaube ich, dass die Liebe die wichtigste Zutat ist bei den Keksen an sich. Ja, Liebe steckt auch in meinen Keksen drin und ich will ja auch immer den Leuten die Hürde nehmen, wenn es jetzt, manchmal gibt es ja auch Gebackenes, was so gut aussieht, dass man sich gar nicht traut, da ranzugehen und sagen, das ist viel zu schade zum Essen. Das mache ich dann immer nicht. Deshalb da dann gar kein Problem. Und damit Sie auch mitbacken können, haben wir auch ein Rezept für Sie mitgebracht, nämlich Weihnachtsspiralen, also Kekse übers Jahr.
Kein Problem, aber jetzt ist ja die Weihnachtszeit und deswegen sind es Weihnachtsspiralen. Und Nicole stellt uns mal das Rezept vor. Und Sie können ja einfach mitbacken, ne? Drücken Sie immer mal auf Pause und dann machen Sie weiter. Und wir sind schon sehr gespannt, wie die Kekse bei Ihnen ankommen. Und zum Nachlesen, die Weihnachtsspiralen gibt es auch auf dem Blog von www.keksefüralle.de Blog. Da habe ich die dann auch mit drin. Die sind für dieses Jahr erfunden. Das Rezept ist für 80 Stück. Es ist jetzt kein für blutige Anfänger, aber für jemanden, der schon mal Kekse gebacken hat, der kommt da ganz gut damit zurande. Sie brauchen 300 Gramm Mehl und ein bisschen Mehl zum Arbeiten. Eine Prise Salz, 2 Teelöffel Natron, 175 Gramm Zucker, 180 Gramm Butter, 80 Gramm gehackte Mandeln, 60 Gramm Apfelringe getrocknet, 1 Teelöffel Lebkuchengewürz, 1,5 Teelöffel Zimt und rote Lebensmittelfarbe. Darf ich vielleicht kurz schon mal was fragen? Weil du auch Natron mit drin hast, was ist so der Unterschied, warum gerade Natron und jetzt nicht Backpulver, weil man ja so standardmäßig immer in den Keksen... Ne? Gibt es da einen großen Unterschied? Ist im Grunde wurscht. Ist beides ein Treibmittel und das Natron das kennst du eigentlich eher von den amerikanischen Cookies. Und da habe ich das Natron auch entdeckt und finde es irgendwie angenehmer, weil es eine reinere Form ist als das Backpulver an sich. Aber man kann genauso auch Backpulver nehmen und muss kein Natron kaufen, wenn man das jetzt im Schrank zu Hause stehen hat. Aber vermutlich haben die meisten kein Lebkuchengewürz und müssen sowieso zu kaufen, um sich da mal einzudecken. Gut, die gehackten Mandeln in einer Pfanne ganz kurz anrösten, also auch ohne Öl in die Pfanne mit reingeben, ein bisschen rösten lassen und dann abkühlen lassen und die Apfelringe in sehr kleine Würfel schneiden und beiseite stellen. Das ist ein bisschen aufwendig. Dann für den Teig das Mehl mit Natron und Zucker mischen, ein bisschen Salz dazugeben, Butter in kleinen Stücken noch mit reinpacken und mit den Händen zu einem glatten Teig verarbeiten. Dann den Teig in 2 gleich große Stücke teilen. Einen Teil mit dem Lebkuchengewürz und den anderen Teil mit dem Zimt vermischen. Den mit dem Zimt, den färbt man auch noch mit der roten Lebensmittelfarbe ein. Und dann teilt man nochmal beide Teige, sodass man im Grunde dann 4 kleine Teiglumpen hat, 2 rote und 2 so hellbraune. Und diese Teigviertel rollt man dann zwischen 2 Frischhaltefolien aus, relativ dünn, so circa 2 mm dick, auf ein Rechteck von 30 cm mal 18 cm. Keine Panik, das funktioniert. Dass der Teig sich nicht gleich rechteckig ausrollen lässt, weil Teig kennt keine Kanten, da muss man dann ein bisschen mit dem Messer nachhelfen oder mit dem Lineal. Dass die 2 Frischhaltefolien hilfreich sind, weil der Teig recht krebrig ist. Entschuldigung. Dann legt man den roten Teig zuunterst, streut dann die gehackten Mandeln und die klein geschnittenen Äpfel drüber. Also die Hälfte der gehackten Mandeln und die Hälfte der geschnittenen Äpfel streut man drüber, legt dann den hellbraunen Teig drüber, drückt es ein bisschen an und rollt es dann von der Längsseite auf. Hört sich viel komplizierter an, als es tatsächlich ist. Also, genau. Und dann ist es hilfreich, wenn man den unteren Teig noch auf der Frischhaltefolie liegen lässt und es dann mit der Frischhaltefolie aufrollert. Dann auch nochmal komplett in Frischhaltefolie einrollern und dann über Nacht in den Kühlschrank packen. Mit dem zweiten 2 Teigviertel genauso verfahren. Und dann ist erstmal Pause. Und man kann sich dann erstmal entspannen, gemütlich auf der Couch setzen, sich freuen, dass man was Tolles geschafft hat. Und am nächsten Morgen oder am nächsten Tag legt man 3 Backbleche mit Backpapier aus, heizt den Ofen vor auf 190 Grad bei Ober- und Unterhitze oder bei Umluft auf 170 Grad und schneidet dann mit einem scharfen Messer 8 mm breite Scheiben von den Rollen. Die müssen deshalb so breit sein, weil das Ganze ein bisschen brüchig ist. Also da auch nicht verzweifeln, wenn es bricht, dann bricht es halt, schmeckt trotzdem lecker. Und diese Spiralen, Schnecken, legt man dann auf die Backbleche, auf das Backpapier von den Backblechen. Muss nicht so einen großen Abstand haben, weil der Teig nicht so wahnsinnig aufgeht. Und packt sie dann im Ofen für 14 bis 16 Minuten. Müsst ihr schauen, wie weich oder wie hart ihr haben wollt. Rausnehmen, abkühlen und luftdicht verpacken. Und nicht wundern, die schmecken erst am nächsten Tag richtig, richtig lecker. Direkt nach dem Backen sind sie einfach nur gut, aber einen Tag drauf sind sie noch besser. Und wenn sie 2-3 Tage in der Dose überleben, tut es dem Geschmack auch sehr gut. Wenn sie das schaffen, dass sie so lange überleben, weil wenn die Plätzchen richtig lecker sind oder sind sie wirklich, dann wird es manchmal schwierig, die so lange aufzubewahren.
ja, wir wünschen Ihnen viel Freude, das mal auszuprobieren. Und lassen Sie sich wirklich nicht stressen. Ich habe es auch das erste Mal probiert und an manchen Stellen dachte ich, ist jetzt nicht ganz so, wie ich gedacht hatte, als dann die Teigrolle erstmal gerissen ist und ich habe auch keine 80 Stück rausbekommen. Also ich weiß manchmal nicht, wie diese Berechnungen zustande kommen. Aber man sieht wirklich eine Ähnlichkeit zu dem Foto, was Nicole auch zur Verfügung gestellt hat für das Rezept. Und sie sind wirklich lecker. Also selbst wenn sie es noch nicht ausprobiert haben und vielleicht eher ein Neuling im Backen sind oder vielleicht nicht ganz Neuling meintest, ein bisschen sollte man schon mal gemacht haben. Aber wenn sie vielleicht nicht ganz so regelmäßig backen, probieren sie es einfach aus. Und gerne können Sie uns auch mal Ihr Feedback posten, wie es geklappt hat und wie die Plätzchen geworden sind. Und gern auch ein kleines Foto auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir haben das ja in allen Social-Media-Kanälen, www. Wir freuen uns, wenn Sie ein paar Fotos uns mal schicken von Ihren Keksen. Und Nicole hat sogar Bücher zur Verfügung gestellt, die sie dann verlost an die interessantesten Fotos. Ja. Mach jetzt mal nicht so viel Druck. Also wir haben leider nicht mit jedem Alters, aber unter den eingesendeten verlosen wir. Also kommt ja auf die Liebe drauf an und nicht auf die Schönheit. Die inneren Werte zählen auch bei den Keksen. Und auf die Liebe kommt es ja auch beim Weihnachtsfest an. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch eine schöne Adventszeit. Lassen Sie es lecker schmecken. Da bekommt man doch direkt Lust mitzubacken. Wenn ihr das nicht schon nebenbei mitgemacht habt, dann jetzt dran an den Teig und schickt uns eure Fotos an podcast@bbw-akademie.de. Das war es für heute von uns. Wir freuen uns auf morgen. Bye, bye.